Hallo, liebe Fahrradkanalfreunde. Ja, ich bin der Kurt und ich möchte heute mein neues Bike, mein Bergamo Fahrrad testen. Geht so angeblich Trekking, MTB, hat schon ein bisschen breitere Reifen mit Bosch-Antrieb. Mal testen. Es ist heute der 25. September, Samstag, also einen Tag vor der Bundestagswahl. Ja, und ich habe das Rad diese Woche bekommen, habe es jetzt gerade mal so ein bisschen fertig gemacht mit den Gepäckträgertaschen, dass ich die draufschieben kann mit dieser Schnellfixierung und vorne die Clickfix-Taschen. Und ja, und jetzt möchte ich mal eine kleine Runde machen. In der schönen Abendsonne, es ist wunderbar, herrlich schön warm und es geht ein Stück an der Ruhr entlang, hier Richtung Hattingen und dann bei Bochum-Dahlhausen geht es hoch Richtung dem Springborum-Radweg, das ist eine ehemalige Bahntrasse, da geht es dann rauf Richtung Bochum-Zentrum und dann eine kleine Kurve Richtung Osten und dann wieder langsam runter über den Kemnader See und dann wieder hierhin zurück. Ja, ich stehe hier vor einem historischen Gebäude. Das ist hier Haus Kemnade. Hier kann man normalerweise auch, wie ihr seht, das ist Museum und Restaurant. Man kann hier sogar so eine Art, oder ich weiß nicht, ob man es heute noch kann, eine Art Ritterschmaus zu sich nehmen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe allerdings, bin hier auch schon mal zu einem Geburtstagsessen gewesen von einem Freund. Und auch das war ziemlich gediegen in einer schönen Atmosphäre in diesem alten Gemäuer. Okay, dann wollen wir mal los. Aber schauen wir uns die Burg bzw. die Wasserburg noch mal ein bisschen aus der Nähe an. Werfen auch mal einen Blick links und rechts hier von der Brücke und gehen mal ein Stück hinein. Was man nachlesen kann, Haus Kemnade ist eine zweiteilige Anlage im Stil der Renaissance und des Barocks. Bestehend aus einem Herrenkomplex sowie einem östlich vorgelagerten Gutshof, der häufig auch als Vorburg bezeichnet wird. Als Baumaterial für sämtliche Gebäude diente mehrheitlich der heimische Ruhr-Sandstein. So, jetzt bin ich auch schon wieder zurück an meinem neuen Bergamont-Fahrrad und jetzt wird aufgesattelt und los geht's. Zuerst radel ich jetzt wieder zurück zu meinem Parkplatz und von dort hier rechts der Parkplatz und von hier geht's jetzt erst einmal in Richtung Osten zur Staumauer vom Kemnader Stausee. Ja, jetzt kommt hier die Staumauer und wie man sieht, das ist jetzt so circa 17 Uhr, Viertel nach 5 und ist ganz schön viel los. Aber strahlend blauer Himmel, ein schöner warmer Samstag am Tag vor den Wahlen. Ja, und jetzt geht es gleich links herum, parallel auf der rechten Ruhrseite in Richtung flussabwärts betrachtet und quasi in Richtung Hattingen. Dort habe ich vor, dann auch mal eine kleine Pause zu machen und irgendwas zu essen zu organisieren. Ja, hier ist jetzt eine Stelle, wo früher eigentlich mal ein Ausflugslokal war und auch eine, so vermute ich mal, eine Fähranlegerstelle. Denn dieses Restaurant hieß Andreas Alte Fähre. So, aber hier sind schon die ersten Überwinterungsgäste. Die Graugänse waren das und ich hatte mich gewundert, dass doch schon so
um die Jahreszeit jetzt am 25. September schon so viele hier als Gäste, Überwinterungsgäste hier schon zu sehen waren. Ja, hier rechts war jetzt auch gerade noch eine Gastronomie. Das ist hier vor der großen Brücke, die Costa Straße, so heißt das hier. Und das ist hier Wirtshaus Stiepel. Ja, da habe ich auch schon gesessen und Kaffee getrunken. Ja, und ihr seht, trotz des Lichtes, eigentlich Gegenlicht, ist die DJ Pocket Kamera super gut von der Bildqualität, die das Bild trotzdem richtig und gut von der Belichtung her aufzeichnet. Und wenn man Glück hat, so um diese Zeit, dann hat man hier auch mal Abschnitte, die richtig schön ruhig sind, wo kaum Leute unterwegs sind. Und die Ruhe ist einfach herrlich. Ja, hier bin ich jetzt auch schon an dem Campingplatz. Das ist dann schon bei Hattingen an der Ruhr. Und das ist der Campingplatz an der Ruhrbrücke. Und dort wollte ich eigentlich mal gucken, ob ich da nicht vorher schon irgendwie noch ein Stückchen Kuchen ergattern könnte. Dazu bin ich dann hier über die Ruhrbrücke, die müsste ich sowieso wechseln, die Ruhrseite. Dazu sage ich gleich noch mal was. Ja, hier ist, wie gesagt, in Google Maps die Konditorei Sotke Ruhrcafé eingezeichnet. Sieht man jetzt hier rechts schon, beziehungsweise jetzt hier links. Und man sieht hier auch oben noch das Kaffeeschild. Habe ich gedacht, ich könnte in meine Thermoskanne da noch einen Kaffee to go abstauben, beziehungsweise mitnehmen. Ja, hier links, wie gesagt, der Bahnhof, S-Bahnhof von Hattingen an der Ruhr. Das ist die letzte Station der S-Bahn, die bis Hattingen Mitte zur Verfügung steht oder nutzen kann. Ja, ich bin dann schon wieder weiter unterwegs, nachdem da leider die Bäckerei zu hatte und geschlossen hatte, was mich doch sehr verwundert hatte. Ich hoffe nicht, dass sie pleite gegangen ist. Ja, hier an der Ruhr mal wieder so eine kleine Besonderheit mit einem Türchen, was natürlich für Radfahrer immer sehr anstrengend und prickelnd ist. Weil da muss man immer gucken, dass man hinten, dass die Torklappe dann nicht irgendwas kaputt haut. Den Gepäckträger oder das Schutzblech oder sonst irgendwie auf das Rad donnert. Finde ich immer nicht ganz so toll. Reicht eigentlich, finde ich, schon, wenn da diese versetzten, quer aufgestellten und eingelassenen Gatter oder Gitter sind, wo man sich dann so durchschlängeln muss. Ja, hier nochmal ein bisschen Ruhr-Idylle. Und wie man sieht, man kann auch auf der Ruhr auf dem Wasser grillen. Die Jungs machen das da nämlich. Entschuldigung, können natürlich auch Mädels dabei sein. Tja, alle paddeln bis auf einer und der hat's gut. Der muss aber dann auch die Verantwortung wahrscheinlich für das Grillgut übernehmen. Ja, nun geht's weiter hier flussabwärts Richtung Bochum-Dahlhausen. Das ist dann im Süden, ja, oder Südwesten gelegener Ortsteil von Bochum. Und das ist dann schon direkt nebenan von Essen-Horst. Ja, das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Übrigens hier der Teerbelag, scheinbar gerade erst frisch erneuert. Ich vermute mal, dass hier tatsächlich auch die Ruhr ein bisschen höher war als sonst und vielleicht den schönen Uferradweg ein wenig zu Leide gerückt ist. Ja, hier eine tolle Fahrradkreuzung mit Ampel. Kenne ich so in dieser Form auch sehr selten. Also ich fand die sehr toll gemacht, schön. Und hier
habe ich dann einen kleinen Stopp gemacht. Ihr seht hier die Pontonbrücke, die hier Essen mit Bochum verbindet. Ich bin jetzt hier, glaube ich, eigentlich auf der Essener Seite. Genauer gesagt, glaube ich, ist das der Ortsteil Altendorf und auf der anderen Seite ist Bochum. Ja, und diese Brücke, eine sogenannte Pontonbrücke, das ist schon was Besonderes. Die ist nämlich auf sogenannten Schwimmpontons errichtet. Das ist schon eine kleine Besonderheit. Die Brücke ist auch, glaube ich, beziehungsweise steht in Wikipedia unter Denkmalschutz gestellt worden. Ja, seit Juli 2014 steht die Brücke unter Denkmalschutz. So, jetzt bin ich hier dabei, die Ruhrseite zu wechseln, um einmal rüber zu gelangen auf die Bochumer Seite, oder vielleicht ist das jetzt hier auch schon Bochum, weiß ich nicht so genau. Hier neben der ehemaligen Bahntrasse ist denn eine Fußgängerbrücke und hier unterquere ich dann die gesamte Gleisanlage. Das ist dann auch teilweise hier mit vom Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen. Dort kann man dann auch, wenn das Museum geöffnet hat oder bestimmte besondere Veranstaltungen sind, Eisenbahnromantik in ihrer schönsten Form erleben. Dazu erzähle ich gleich nochmal was vor Ort und es gibt auch ein paar tolle Videoausschnitte von meinen Videos. Ja, hallo, ich bin jetzt hier nach circa 20 Kilometer von meinem Startpunkt am Kemnader See, die Ruhr flussabwärts in diese Richtung, Richtung Essen gedradelt. Und ich bin jetzt hier einen kurzen Halt am Machen, und zwar am Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen. Ja, hier einen Schwenk über die aktuellen neuen Bauten des Museums und nachfolgend kommen gleich ein paar Videos aus meiner Sammlung über das Museum Bochum-Dahlhausen. Viel Spaß damit! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute möchte ich Sie in meinem Film mit auf einen Besuch in das Museum Bochum-Dahlhausen mitnehmen. Eingeblendet sehen Sie eine Karte als Übersicht. Das Bahnbetriebswerk Bochum-Dahlhausen, kurz BW, wurde als Gebäude von 1916 bis 1918 erbaut. 1969 wurde das Bahnbetriebswerk stillgelegt und von der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte e.V. übernommen und als Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen neu übernommen. Sie haben es sicher schon bemerkt. Im Hintergrund hat sich eine preußische P8 auf den Weg gemacht. Regelmäßig fährt sie dort auf Strecke zwischen Bochum-Dahlhausen und dem Hauptbahnhof Hagen. Hier kommt sie nun schön in Sichtweite. Im Betrieb bewährte sich dieser Loktyp recht gut. Und die Maschine bringt es immerhin auf stolze 1200 PS. Mehrere Exemplare, fast ausschließlich von Privatbahnen, sind erhalten geblieben. Sie fuhr vorwärts wie rückwärts 85 km/h. Von 1951 bis 1956 wurde sie 18 Mal gebaut. Dies waren ein paar kleine Ausschnitte aus meiner Videosammlung, die ich über die Jahre angesammelt habe, die ich dort am und im dem Museum gefilmt und gesammelt habe über die Jahre. Ja, wie ich hier dann auch festgestellt habe, hat sich hier viel getan. Hier war eigentlich früher eine Bahnstrecke, alles Rangiergleise, auch da links, wo die Häuser alle stehen.
Übrigens auch schöne Herbstfärbung da von dem, ich nehme mal an, Efeu war das. Ja, und wie ich festgestellt habe, an dem Tag, wo ich hier langgeradelt bin, dass die Verbindung zwischen dem Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen und dem Bahnhof Dahlhausen, dem S-Bahnhof, super toll gemacht worden ist. Ja, hier die Gleise der Straßenbahn, die von Bochum-Dahlhausen startet und dann hochfährt Richtung Bochum-Zentrum. Tja, und ich hatte ja am Anfang gesagt, ich werde mal schauen, ob ich was in Bochum-Dahlhausen zum Schnabulieren finde. Also sprich, irgendwie was zum Essen. Tja, und diese kleine Pizzeria, die hat mich irgendwie angelacht. Da habe ich mir dann mal eine Pizza to go. Naja, to go. Pizzerias gab es früher schon zum Mitnehmen. Von daher habe ich mir die mitgenommen und dort auf einer Bank in diesem kleinen, schnuckeligen, ruhigen Viertel hier, wo die Straßenbahn startet im Zentrum. Ich nehme mal an, dass man das hier so quasi als den Mittelpunkt von Bochum-Dahlhausen betrachten kann, in der Nähe vom Bahnhof. Ja, und jetzt geht es eigentlich auch weiter Richtung der Springorum-Bahntrasse, die ich ja jetzt nun weiter befahren möchte, beziehungsweise auf der ich jetzt meine Rundkurs fortsetzen möchte. Ja, und hier an dem Kreisverkehr, da startet diese ehemalige Bahntrasse. So wie ich das im Internet recherchiert habe, beziehungsweise gelesen habe, wie gesagt, alles unter Vorbehalt, war das wohl eine Bahntrasse, die eigentlich hauptsächlich nicht unbedingt für Personentransport gebaut worden ist. Es gab wohl das Kohlekraftwerk Springorum, also Springorum, und das wurde hier auch mit Kohle beliefert, und ich denke mal, dass die Bahntrasse dafür auch hauptsächlich ausgelegt war. Ich lese euch mal vor, was der Ruhrverband dazu schreibt. Also der Regionalverband Ruhr schreibt: quer durch Bochum per Rad oder zu Fuß. Mit dem Ausbau der ehemaligen Bahntrasse Springorum in Bochum zu einem Rad- und Wanderweg hat der Regionalverband Ruhr, RVR, eine bedeutende Nord-Süd-Verbindung quer durch die Stadt geschaffen. Die durchaus auch alltagstaugliche Strecke führt von Altenbochum bis zur Ruhr, wo sie Anschluss an den Ruhrtal-Radweg findet. Weiter steht dort geschrieben: täglich für Pendler und Ausflügler. Die Strecke ist ca. 10 Kilometer lang und kombiniert Rad- und Fußweg. Dank der guten Anbindung zur Innenstadt hat die Springorum-Trasse nicht nur regionale, sondern auch große lokale Bedeutung. Sie wird als Alltagsradweg unter anderem intensiv von Schülern und Pendlern genutzt. Ich habe übrigens hier ein ganz lustiges Vehikel, das mal so am Rande, gesehen. Also ein Liegefahrrad, so heißen die Dinger, glaube ich, mit Anhänger. Deswegen habe ich die Szene hier mal, die ein bisschen länger ist, drin gelassen. Und ich glaube, da werden sogar richtig Sachen transportiert. Finde ich richtig toll. Also der war da richtig ganz schön flott unterwegs. Also ich musste mich schon anstrengen mit meinem Pedelec, den Guten da zu überholen. Also ich musste schneller als 25 km/h fahren. Ihr wisst ja, Pedelecs unterstützen ja nur bis 25 km/h. Und darüber hinaus muss man dann selbst
Kraft aufwenden. Ja, hier glaube ich, ich fand die Brücke auch ein bisschen lustig. Davon gab es auch noch einen Ableger, weil die rechts und links bläuliche Geländer hatten. Ich glaube, das ging da auch dann über die irgendwelche breit ausgebauten Autobahnen oder Bundesstraßen. Ja, hier bin ich auch schon an meinem Ende von der Springorum-Trasse. Wird übrigens mit G geschrieben, also nicht mit B wie Bohrum oder Bohren, wie der Bohrer, mit dem man Löcher machen kann, sondern mit G, Gorum, wie Gorotex. Ist, glaube ich, so eine Faser, genau. Ja, also Springorum. Ja, irgendwie gab es da sehr viele Brücken und Tunnel. Die habe ich da auch auf der Springorum-Trasse immer mal wieder hier als kleine Streckensequenzen drin gelassen. Leider ist die Verbindung jetzt Richtung Osten ein bisschen tricky. Tja, hier schon wieder mal wahrscheinlich über mir eine größere Bahnanlage. Ja, hier links übrigens dann auch so ein altes Industriegemäuer mit Backsteinen. Fand ich dann auch immer mal so ein bisschen interessant, das zu sehen. Hier bin ich jetzt auch schon am Üminger See und wie man links sieht, wird da noch fleißig gegrillt, obwohl es jetzt, denke ich mal, schon so auf 7:30 Uhr zugeht. Also der Üminger See, der erstreckt sich hier quasi auf der östlichen Seite der A43, die von Nord nach Süd verläuft. Ja, und jetzt wird es auch schon ziemlich dunkel. Ja, was heißt ziemlich dunkel? Ja, es wird gleich relativ schnell dunkel. Ihr seht jetzt noch den schönen Himmel. Ja, und wie das Glück immer so mit den Radlern mal so ist, wenn man eine Strecke plant in Komoot, Überraschungen sind mit inbegriffen. Denn hier war leider gesperrt und ja, aber ich sag mal, diese Stelle zu umfahren, das wäre ein Riesenaufwand gewesen. Deswegen habe ich mich da irgendwie so ein bisschen durchgewurstelt, um jetzt hier an diesem Autobahnkreuz da irgendwie durchzukommen, weil ich musste die A43 unterqueren und zusätzlich auch nochmal die A44. Beide Autobahnen musste ich hier an diesem Autobahnkreuz, das war das Autobahnkreuz Bochum-Witten, musste ich drunter her. Ja, und wie ihr seht, war dann hier der Abendhimmel wunderschön mit so einem richtig schönen Sonnenuntergang, wobei die Sonne schon weg war, aber diese rötliche Färbung am Horizont wunderschön. Ja, was, womit ich nicht gerechnet hatte, dass ich noch dieses tolle Rittergut hier erwische, und zwar Haus Heven. Dort steht im Netz zu lesen, ist ein ehemaliges Rittergut am Ufer des Ölbachs im Bochumer Stadtteil Querenburg. Es befindet sich im Gerlach von Hevenweg und wird heute als privat bewirtschafteter Bauernhof genutzt. So, aber jetzt könnt ihr wirklich sehen, dass es richtig, richtig dunkel ist. Beziehungsweise, ja, wenn man so gen Himmel guckt, denkt man, es müsste ja eigentlich noch hell sein. Ja, so ganz wirklich dunkel war es noch nicht, aber ja, jedenfalls, wenn man dann durch die Bäume oder bewaldeten Uferwege radelt, war es doch schon recht dunkel. Ja, hier bin ich jetzt auch schon am Kemnader See. Das ist jetzt hier der nördlichste Teil vom Kemnader See und ihr seht, so um 7:30, 8 Uhr ist da noch richtig was los im September am 25. an dem Samstag. Und ich muss schon sagen, der Weg war wirklich sehr gut ausgeleuchtet und der Radweg auch. Und ja, ich bin mit dem Bergamont
oder Bergamont, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Ja, übrigens noch ein Restaurant, was auch noch geöffnet hatte und die Leute schön draußen saßen. Sehr zufrieden. Der Motor, den hört man überhaupt nicht, so im Gegensatz zu meinem alten Bike. Ja, ich habe jetzt hier die Staumauerüberfahrt auch noch mal drin gelassen, weil das so abends so toll gewirkt hat, wenn man hier durchfährt oder drüber fährt. Aber ihr seht selbst, ich fand den Eindruck optisch irgendwie ganz toll. Und ich muss schon sagen, die DJ Pocket Kamera, dass die das alles noch so bei den Lichtverhältnissen so gut aufgenommen hat. Ja, hier wie gesagt nochmal ganz dunkel, abendrot. Ich habe es allerdings ein bisschen aufgehübscht mit der Videosoftware. Ich bin jetzt hier auch an meinem Parkplatz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachradeln und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen hoch und ein Abo da. Und tschüss.